Ihnen, Ryder? Der Captain hat mich gerade Pathfinder genannt. Das hier passiert wirklich. Atmen Sie einfach tief durch. Ich kann noch immer nicht glauben, dass mein Vater tot ist. Dieser Moment hätte ihm gehören sollen. Aber jetzt gehört er Ihnen. Es ist Ihre Entscheidung, was Sie daraus machen. Und wo soll ich anfangen? Ich bin mir einfach nicht sicher, ob ich bereit bin. Wir waren auch nicht bereit, dafür auf Habitat 7 vom Himmel zu fallen. Trotzdem haben wir es überlebt. Ja, und wir haben sogar was daraus gelernt. Man sollte immer ein Jetpack griffbereit haben. Und damit hallihallo Lüchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mass Effect Andromeda. Jo, ich habe die Grafik noch ein bisschen runtergestellt. Es schaut so pixelig aus, das gefällt mir irgendwie nicht. Wir sind hier immer noch. Kann ich hier irgendwas scannen? Sagt ihr irgendwas? Ich habe jetzt auch mal die Untertitel angestellt. Schauen wir mal dann lang. Nee. Laden wir unsere Vorräte ab? Finden Sie zuerst raus, wie viel Nahrung Sie aus Ihren Hydrokulturen gewonnen haben. Alles klar. Wir brauchen ein Königreich für echten Kartoffelbrei. Hattest du gerade eine ziemlich weibliche Stimme? Kann es sein, dass da irgendwas falsch gelaufen ist? Sah auf jeden Fall sehr interessant aus. So, ist hier auf dieser Seite irgendwas Schönes? Nein. Wir sind auf jeden Fall im Atrium und sollten mal schauen, dass wir hier irgendwas noch hinbekommen. Und dass wir die Station erforschen. Ich würde gerne auch meine... Oh, da ist ein Behälter. Behälter, alles nehmen. Ja, Waffenmod. Ich würde gerne meine Waffen aufrüsten. Gibt es dafür nicht irgendeine Station hier? Okay, Leute, Waffen? Das ist der Moment, auf den wir gewartet haben. Informiert eure Teams, dass die Undock-Prozedur begonnen hat. Wir haben 20.000 schlafende Kolonisten und müssen wissen, wo wir sie unterbringen, bevor der Wecker klingelt. Sobald wir die Freigabe der Nexus haben, fangen wir an, die Leute aus der Stase zu holen. Damit alles reibungslos verläuft, müssen sich eure Teams untereinander abstimmen und dafür sorgen, dass die Leute in Bewegung bleiben. Irgendwelche Fragen? Was machen wir, wenn jemand während der Reise gestorben ist? Nun, es ist eine traurige Tatsache, dass nicht alle diese Reise überlebt haben werden. Es gibt bereits vereinzelte Berichte über gesundheitliche Probleme infolge dieser Wolke aus dunkler Energie, auf die wir getroffen sind. Falls jemand nicht wieder aufwacht, was hoffentlich die Ausnahme ist, sprecht ihr mit dem Sanitätsoffizier. Wir werden dann die Angehörigen informieren. Und versucht bitte möglichst dezent vorzugehen. Andromeda ist ein Neubeginn, der nicht von Trauer überschattet werden soll. Ja, das ist ein bisschen blöd. So, schauen wir mal. Können wir jetzt aus der Station raus? Bist du hier irgendwas? Nein. Ich kann über dich drüber klettern, das will ich jetzt aber nicht so wirklich. So, Bahnkonsole. Ach, ich muss ja wieder lang drücken, das vergesse ich jedes Mal. Führst du mich jetzt dahin? Ich freue mich darauf, diesmal ein paar freundliche Gesichter zu sehen. Die Nexus hat eine Rumpfbesatzung. Gerade stark genug, um den Bau der Station abzuschließen und den Archen eine sichere Anlaufstelle zu bieten. Das heißt, wir können anfangen, unsere Leute aufzuwecken. Sie haben doch hoffentlich auch eine Bar gebaut, oder? Wir brauchen schließlich Champagner für die Begrüßungsparty. Sie rechnen mit einer Party? Naja, nach allem, was wir durchgemacht haben, könnte ich definitiv was zu trinken gebrauchen. Das gilt wohl für uns alle. Ja, es war eine harte Tour bisher. Wir rappeln uns wieder auf. Wir brauchen einfach nur was Vernünftiges zu essen und eine Dusche. Okay, was ich gesehen habe hier, Nexus Stufe 1, nächste Stufe 1000 ALP. Also werde ich irgendwas mit diesem Nexus machen können. Weiß zwar noch nicht was, CPU, beruhig dich. Okay. Schaut alles nicht so fertig aus. Ich sehe hier nirgends Champagner. Wo sind die ganzen Leute? Tot vielleicht? Ein bisschen? Moment, da vorne ist ein Hologramm. Kann da aber noch Sachen scannen. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Alles ist wie ausgestorben. Ja, wenn das hier eine Überraschungsparty ist, haben sie sich echt Mühe gegeben. Ich konnte dich doch vorhin auch scannen. Jetzt nicht, weil der Einlage davor steht. Was die VI zu sagen hat. Kiosk mit virtueller Intelligenz. Na, ist doch auch schön. Die Pflanzen sind noch am Leben. Terminal.
sprechen wir doch mal mit dir. Was sagst du uns denn? Aviana. Es wirkt, als hätten... Willkommen auf der Nexus, dem Tor nach Andromeda. Ich bin Avina, eine virtuelle Intelligenz, die Ihnen bei der Immigration helfen soll. Können Sie uns sagen, wo die Begrüßungsparty stattfindet? Es tut mir leid. Mein Code beschränkt sich auf Auskünfte und einfache Interaktionssimulationen. Wählen Sie bitte aus folgenden vorprogrammierten Antworten. Okay, Immigration, das wissen wir drum. Der Nexus. Was ist die Nexus? Die Nexus dient als zentrale Koordinationsstelle für die Kolonisierungsbestrebungen der Andromeda-Initiative. Sie ist der erste Anlaufpunkt für alle Kolonisten, die diese neue Galaxie erreichen. Bitte genießen Sie die zahlreichen Möglichkeiten auf der Nexus. Die Station wird weiter wachsen und den Kolonisten eines Tages als Regierungssitz dienen. Unser Ziel ist es, Sicherheit, Stabilität und Wohlstand zu gewährleisten. Danach sieht es aber nicht aus. Ablauf der Ansiedlung? Wo lassen sich die Kolonisten nieder? Sobald der Immigrationsprozess durchgeführt wurde, helfen ihnen unsere Mitarbeiter dabei, sich für die Heimatwelt ihrer Träume zu entscheiden. Reizt sie das tropische Paradies auf Habitat 7? Die sanften Hügellandschaften auf Habitat 3? Oder vielleicht die mystische Dämmerung auf Habitat 5? Wofür sie sich auch entscheiden. Unsere Pathfinder haben sämtliche Kolonialwelten begutachtet, um ihre Sicherheit und ihr Wohlergehen zu gewährleisten. Puh. Nicht so Habitat ganz. 7? Da sind wir doch gelandet. Ihre Informationen sind total veraltet. Welches ist das aktuelle Welches Jahr? Welches Jahr haben wir? Wir befinden uns im Jahr 2819. Nach über 600 Jahren in der Stase ist es normal, wenn Sie sich nach der Ankunft desorientiert oder verwirrt fühlen. Passt es hier? Unser medizinisches Personal hilft Ihnen gerne dabei, mögliche körperliche oder mentale Nachwirkungen zu überwinden. Nun, zumindest mit dem Datum liegt sie richtig. Also, wo sind die ganzen Leute? Ich glaube nicht, dass ich von der noch irgendwas das wäre alles. Erfahren es war würde. Ein Vergnügen. Wenden Sie sich bitte an unser Immigrationspersonal, um weitere Hilfe zu erhalten. Und willkommen in Andromeda, Ihrer neuen Heimat, in der kein Stern heller strahlt als Sie. Die aktuelle Wartezeit bei der Immigrationsabwicklung beträgt? Unbekannter Fehler. Okay, das war echt hilfreich. Es ist mies. Aber ich werde doch bestimmt meine Besatzung dafür benutzen können, um die Station hier wieder auf Vordermann zu bringen, oder? Hallo? Hallo? Kann ich nicht über andere Dinge drüber springen? Wieso kann ich dann nicht über sowas drüber springen? Wir müssen eigentlich massenhaft Leute sein. Eigentlich. Über sowas kann ich auch nie drüber springen. Das ist doch gemein. Ich müsste wahrscheinlich als erstes die Power wieder zurückbringen. Frage ist aber, wo wir hier überhaupt hin müssen. Ich kann mich da nicht durchquetschen. Ist das dein Ernst? Mann. Gibt's hier wenigstens irgendwelche schönen Behälter? Vielleicht hat er ja Champagner dabei. Okay. Reden wir mit diesem Arbeiter. Menschlich. Schauen wir mal, wir müssen auch noch schauen, was da oben ist auf dem ersten Stockwerk. Fragen wir nicht einfach diesen Kerl da vorne. Ja, ich bin doch schon dabei. Halt doch Hallo. Mal die Klappe. Wir sind von der Arche Hyperion und fragen uns, wo alle hin sind. Hat er sie gehört? Sagen Sie von einer Arche? Ist das ein Problem oder ja? Ja. Ja, nein. Gerade angekommen. Und nebenbei, Ihre VI könnte ein Update vertragen. Aber wir dachten, sie wären alle tot. Was? Oder gefangen. Oder im Orkusnebel verschollen. Oder... Aber sie sind hier. Sie können sich nicht vorstellen, wie viel uns das bedeutet. Ich fasse es nicht. Tyrann Kandros, ich befehlige unsere Miliz auf der Nexus. Ryder, das sind Cora Harper und Liam Costa, Teil des Pathfinder-Teams. Entschuldigen Sie bitte. Unsere Sensoren haben eine Arche gemeldet, aber Helios stört ständig die Gerätschaften. Wir dachten an eine weitere Fehlfunktion. Wir sind tatsächlich hier. Naja, Sie sehen, wir sind tatsächlich hier. Natürlich, es ist nur... Ihre Arche ist die erste hier. Wir haben ein Jahr lang auf die anderen gewartet und dann diesen Bereich geschlossen und die Suche eingestellt. Sie sitzen schon ein ganzes Jahr fest? Länger.
Ich erzähl's Ihnen auf dem Weg zur Zentrale. Ich wollte noch schauen, ob da irgendwas alles, ist. Alles, was an unserem Plan schiefgehen konnte, ist auch schiefgegangen. Wir sind vor 14 Monaten hier angekommen und direkt auf eine Wolke dunkler Energie gestoßen, die uns vom Kurs abbrachte. Ja, die kennen wir. Dann werden Sie auch verstehen, warum wir sie die Geißel nennen. Wir haben mehrere Bereiche der Station verloren. Es gab zahllose Tote. Wir hatten keinen Strom, keine Lebensmittel. Monatelang herrschte nichts als Chaos. Letzten Endes kam es zu einem bewaffneten Aufstand. Als die Ordnung wiederhergestellt war, wurden die Rebellen verbannt. Wir nennen sie Exilanten. Ist jetzt wieder alles unter Kontrolle? Nicht mal annähernd. Aber vielleicht liegt das Schlimmste ja hinter uns. Schließlich sind sie jetzt hier. So, Bahnkonsole. Schauen wir mal, wo wir jetzt hinfahren. Keine Nachricht von den anderen Pathfindern? Keine Nachricht von irgendjemandem. Drohungen seitens der Einheimischen? Wir haben uns bisher versteckt gehalten. Wir sind nicht in der Verfassung, einen Angriff zurückzuschlagen. Auf Habitat 7 kam es zu einer Erstkontaktsituation, aber sie ist fürchterlich schiefgegangen. Sie wollten uns töten. Das war kein Erstkontakt. Wir wissen von ihnen. Diese Aliens, wir sind da. Schön, dass du nicht vorher mal sprichst. Ich überprüfe die Sicherheitslage. Sie sollten wissen, dass einige unserer Anführer gestorben sind. Wir versuchen, sie so gut es geht zu ersetzen. Ist es wahr? Es hieß, wir sollten uns sofort zum Dienst melden. Und niemand hat überhaupt noch mit einer Arche gerechnet. Sämtliche Andockprozesse sind im grünen Bereich. Bereithalten für Einspeisung der Hyperion-Energie. Die Crew der Hyperion. Viel Glück. Ich bin Jaren Tan, Direktor der Initiative. Sie können sich nicht vorstellen, wie froh wir über Ihre Ankunft sind. Nicht so froh wie wir. Wir sind hier, um zu helfen. Nicht so froh wie wir. Nicht so froh wie wir. Nach so einer Reise tut es gut, ein paar freundliche Gesichter zu sehen. Hungrige Gesichter. Wir sind dankbar für alles, was Sie entbehren können. Das ist Foster Edison. Sie leitet die Kolonialverwaltung. Wo ist Ihr Pathfinder? Ich bin der Pathfinder. Sie sind nicht Alec Ryder. Mein Vater ist tot. Ich bin sein Nachfolger. Alec ist tot? Sie müssen verstehen, die gesamte Initiative droht zu scheitern. Keine der goldenen Welten ist bewohnbar. Und wir haben nichts von den anderen Archen gehört. Was ist mit ihnen? Wissen wir nicht und unsere Vorräte sind fast erschöpft. Wir haben sie schon rationiert, aber lange halten wir nicht mehr durch. Wir Vorräte? Wir müssen neue Ressourcen finden. Aber dafür brauchen wir Leute. Und wir können sie erst wecken, wenn sie einen Ort zum Leben haben. Eine goldene Welt. Wir brauchen mehr denn je einen Pathfinder. Und jetzt sind sie es, Ryder. Sind sie dem gewachsen? Mein Vater war davon überzeugt, ich habe keine Wahl. Hoffen wir es. Ja, bin ich. Ich muss die Leute ein bisschen motivieren. Ich bin vielleicht nicht ihre erste Wahl, aber ja, ich bin bereit. Jugendlicher Enthusiasmus allein wird in Andromeda nicht ausreichen. So behandelt man doch keinen Gast. Ich bin Nagmor Kesh, die Leiterin dieser Station. Ich hoffe, Sie haben sie nicht bereits verschreckt. Es ist nichts Persönliches, aber wir können uns keine Fehler leisten. Wirklich? Der Pathfinder scheint zumindest bereit, es zu versuchen. Eine neue Sichtweise wird uns gut tun. Nun, Sie haben meine Bedenken gehört. Wir stehen alle unter Druck. Wir sollten uns in meinem Büro unterhalten, Ryder. Besorgen wir Ihnen ein Aufklärungsschiff. Die Einzelheiten kann ich gerne mit Ihrer Kollegin besprechen. Mein eigenes Schiff. Kann ich mir aussuchen, wie das aussehen soll? Willkommen auf der Nexus. Danke für Ihre Hilfe. Danke für die Unterstützung. Hoffnung ist hier selten. Wir sollten sie deshalb nicht gleich im Keim ersticken. Ma'am, der Kern der Hyperion ist jetzt online. Ich möchte Ihnen was zeigen. Können wir Energie von der Hyperion für die Station benutzen? Noch vor einer Stunde war hier alles dunkel. Doch dank der Energie aus Ihrem Schiff bleibt das Licht jetzt an. Meine Stimme haben Sie.
Und wenn der Speicher leer ist? Reden Sie mit Direktor Tan. Sorgen Sie dafür, dass das nicht geschieht. Und schauen Sie mal bei mir vorbei, wenn Sie Zeit haben. Okay. Hätte jetzt aber trotzdem gerne irgendwie neue Ausrüstung und sowas. Und wir haben Haufen neuer Logbücher und sonst was bekommen. Mit Tan sprechen müssen wir so jetzt mit ganz, ganz vielen Leuten sprechen. Dir gerne so eine Minimap, so um zu schauen, wo ich hier überhaupt bin. Ich schätze mal, da oben könnte irgendwas sein. Wir können hier, können wir nichts scannen? Nee. Dann reden wir doch mal mit Addison. Also gut, was ist passiert? Mit was? Es heißt womit und ich meine ihren verdammten Vater. Tut mir leid, ich bin müde, weil ich mich um alles kümmern muss. Und im Moment will ich einfach nur wissen, was mit Alec passiert ist. Nicht wie er starb. Ich kenne die Logs. Was ist mit dem Pathfinder passiert? Er wollte, dass ich Pathfinder werde. In dem Moment hat es mir das Leben gerettet. Aber anscheinend wollte mein Vater, dass ich die Aufgabe irgendwann übernehme. Sie kann nicht vererbt werden. Hätten wir eine auf Inzucht basierende Monarchie gewollt, hätten wir die Hälfte unseres Genpools zu Hause lassen können. Nicht zu Hause. Die Milchstraße. Unser Zuhause ist hier. Dieses Chaos. Wir haben nicht viele Optionen, Ryder. Vielleicht können Sie ja beweisen, dass Ihr Vater recht hatte. Aber verzeihen Sie bitte, dass ich mir nach 14 Monaten gescheiterter Kolonisation keine allzu großen Hoffnungen mache. Es ist alles bloß Fragen, 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 Fragen. Es ist eigentlich nicht so alles das, was mich interessiert, es großartig. Es muss irgendeinen Plan für den Umgang mit feindseligen Aliens geben. So naiv können wir nicht gewesen sein. Wir haben mit Leben gerechnet, nicht mit einem Feind, der jeden Dialog verweigert. Sie greifen nicht an, sie desinfizieren. Wir sind für sie nichts als Bakterien. Tut mir leid, 14 Monate und man fängt an, poetisch zu werden. So schlimm ist die Lage. Ich weiß nicht, wer damit angefangen hat, aber wir nennen sie Cat. Kandros weiß mehr darüber. Vielleicht zu viel. Dann muss ich mit ihm sprechen. Ich vertraue darauf, dass er uns verteidigt. Aber einem wachsenden militärischen Einfluss in einer für zivile Zwecke gedachten Initiative vertraue ich nicht. Wir sind hergekommen, um Geschichte zu schreiben, Ryder. Nicht, um sie zu wiederholen. Ach, verdammte Poesie. Ich gehe dann mal. Sie entschuldigen mich, Direktor Addison. Ryder? Es heißt Pathfinder. Ryder, wir verhungern hier. Wenn wir kein Fundament von Außenposten errichten, um die Initiative zu ernähren, könnten wir genauso gut seit 600 Jahren tot sein. Alec hat viel versprochen. Nichts davon ist eingetreten. Damit sind Sie jetzt konfrontiert. Darum vertrauen Ihnen die Leute nicht. Darum vertraue ich Ihnen nicht. Beweisen Sie mir, dass ich Unrecht habe. Okay, haben wir mit einem gesprochen. Wiedersehen mit der Nexus, mit Direktorin im Pathfinder Hauptquartier sprechen. Hatten wir nicht noch eine andere Quest? Logbuch-Kodex, wo sehe ich denn meine Quests? Da gab es doch irgendeine Taste. Q? G? Sollte doch auf jeden Fall mit Leuten sprechen. Also in die Richtung ist mein Quest-Hauptziel. Können wir denn hier irgendwas sehen? Moment, bist du? Nein. Ich will Loot haben! Datenpad? Na komm, geh doch auf. Okay, also wer will, kann sich die Dinger immer durchlesen. Was hast du? Du bist ein Behälter. Das ist gut, da nehme ich alles raus. Das gehört alles mir. Alles, was ihr habt, gehört mir. So, Cash, reden wir doch mal mit dir. Da sind sie ja. Ich hoffe, die anderen haben ihnen das Leben nicht allzu schwer gemacht. Es gibt hier so vieles, was erledigt werden muss. Aber zumindest ist die Hyperion jetzt angedockt und versorgt uns mit Energie. Das erleichtert meinem Team und mir die Arbeit. Und als Orte der Gruppe. Die Genophage, darüber habe ich was gehört. Also die Genophage hat dafür gesorgt, dass die Kloganer, also die Rasse von denen, keine gesunden Kinder mehr zeugen konnten. Und dass davon irgendwie so 95% oder sowas gestorben sind. Und die hatten wir eigentlich geheilt. Im Teil 3? Ja.
Also zumindest ich bei meinem Spielstand. Da der jetzt nicht übernommen wird, habe ich keinen Plan, was damit jetzt passiert ist. Als wir die Milchstraße verließen, kämpften die Kroganer immer noch mit der Genophage. Also nicht. Richtig, die Genophage. Ein kleines Geschenk, das die Salarianer unserem Volk vor Jahrtausenden gemacht haben. Sie haben uns mit einem Sterilitätsvirus infiziert, durch das die meisten unserer Kinder Totgeburten waren. Nur eins von tausend überlebte. Chancen auf Heilung? Was ist mit den Kroganern hier in Andromeda? Es gibt kein Heilmittel dafür. Aber bei meinem Clan trat eine Mutation auf, die das Virus eindämmt. Ein natürlicher Schutz. Während der Reise hierher wurde bei den Kroganern eine Gentherapie durchgeführt, um die Mutation anzuregen, solange wir in der Stase waren. Sie haben die 600 Jahre also zu ihrem Vorteil genutzt. Die Anpassung hatte Zeit, um sich zu entwickeln. Ja, wir stehen noch am Anfang. Aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Unsere Wissenschaftler sagen, die Überlebensquote liegt mittlerweile bei fast 4%. Und das ist viel besser als vorher. Jenseits aller Statistiken bedeutet das, dass mehr kroganische Kinder leben werden. Nur dann hat mein Volk hier draußen eine Zukunft. Okay, Leute, das ist alles Zeug, was ich schon weiß. Was machst du denn? Wie sieht die Arbeit einer Stationsleiterin aus? Ich war Teil des Teams, das diese Station geplant und gebaut hat. Jetzt sorge ich dafür, dass sie weiterhin funktioniert. So gut es unter diesen Umständen eben möglich ist. Okay, das war's vorher. Das war vorerst alles, was ich wissen wollte. Versuchen Sie da draußen nicht zu sterben. Hatte ich jetzt nicht vor. Ja, ich weiß, dass... Deswegen habe ich auch die Schwierigkeit runtergestellt. Okay, hier ist einiges. Schaut alles noch ein bisschen unfertig aus. Das hatten wir ja vorher. Bei uns auf dem Schiff auch, diese Anzeigetafel. Will trotzdem sehen, was hier alles noch ist. Waffenhändler. Ah, man kann... Ich bin der Pathfinder. Ich bin eure einzige Hoffnung, hier draußen irgendwie zu überleben. Und ich muss mir meine Waffen von euch selber kaufen. Ist es euer Ernst? Wenn Sie nach Waffen suchen, sind Sie bei mir richtig. Werfen Sie an der Konsole einen Blick auf mein Angebot. Es wäre deutlich einfacher, wenn mir nicht die Hälfte meiner Waren fehlen würde. Warum stehen hier Preise? Ja, das frag ich mich. Ich muss für die Sachen bezahlen? Wieso? Durch unsere Bruchlandung hier ist ein Großteil unserer Bestände nicht zugänglich. Und für den Rest muss ich mit den Gaunern da draußen handeln, also... Ich habe 100 Credits. Ich glaube kaum, dass ich mir hier irgendwas kaufen kann. Obwohl so ein Präzisionsgewehr eigentlich schon geil wäre. Oder die Schrotflinte ultra selten. Behältst du eigentlich dein Angebot oder geht es weg? Universalklinge für Nahkampf. Habe ich auch noch nicht herausgefunden, wie das funktioniert. Und was bist du? Du bist dasselbe Programm. Na, das bringt mir ziemlich wenig. Ah ja. Den Retter von eurem gesamten Ding hier ausnehmen. Es ist schön. Es macht man gerne. Überwachungsaufnahmen. Warte mal. Schadensbegrenzung. Ganz, ganz viel Schadensbegrenzung. Exilanten, das war ja das, was wir wissen wollten. Naja, die wissen also auch nicht, wo die sind. Alter! Wenigstens kann ich mir hier das Zeug klauen. Aber der Planet war giftig. Was, wenn sie Sauerstoff in durchlässigen Gewebe speichern, wie Kreros Steinfisch? Ich vermute immer noch, dass in dieser Panzerung eine Atemausrüstung integriert war. Vielleicht ist ja beides wahr. Das Leben ist unendlich anpassungsfähig, wie unsere Expedition beweist. Hey, kann ich jetzt mit dir reden? Ja, nee, hier läuft doch nicht weg. Sie müssen der Pathfinder sein. Ausgezeichnet. Sie und Ihr Sam sind genau das, was wir brauchen. Danke, Mr. Professor Herrick.
Meine Kollegen und ich werden mit Hilfe Ihres Sam und der von Ihnen gesammelten Daten Andromedas wissenschaftliche Geheimnisse lüften. Darf ich mitmachen? Ich bin zwar normalerweise im Außeneinsatz, hätte aber nichts gegen ein wenig Fachsimpelei einzuwenden. Sie wissen schon. Sie sind uns jederzeit willkommen. Nicht, dass wir viel zu studieren gehabt hätten, während wir hier 14 Monate lang auf engstem Raum eingepfercht waren. Aber Ihre Daten über die Geißel sind ein Gedicht. Wir können jetzt hinsichtlich der erforderlichen Reparaturen deutlich fundiertere Empfehlungen abgeben. Und vielleicht steht uns ja sogar einen vernünftigen Arbeitsplatz zu. Wie soll man bei all dieser Unruhe nur denken? Okay, du bist Dr. Aliane. Wir hatten Ärger. Aliane. Kann ich Ihnen dabei helfen? Vielleicht. Ich habe ein Außenteam losgeschickt, um Werte von einem Bereich der Geißel zu messen, der sich ungewöhnlich verhält. Sie haben sich schon länger nicht mehr gemeldet und die Sensoren können ihr Shuttle nicht orten. Ich habe sie losgeschickt. Gute, fleißige Leute. Ich habe Angst vor dem, was ihnen zugestoßen sein könnte. Haben Sie Hoffnung? Geben Sie die Hoffnung nicht auf. Wenn ich da draußen bin, werde ich versuchen, sie zu finden. Ihre Freunde und Angehörigen wollen wissen, was geschehen ist. Und ich muss es wissen. Kein Problem. Neue Aufgabe. Ich hätte gerne so eine Übersicht komplett mit den Aufgaben. Also ist es ein bisschen blöd. Bekomme ich da noch irgendwas? Inventar? Karte! Ich habe eine Karte. Okay. Die lasse ich jetzt zum ersten Mal. Hier gibt es verschiedene Stockwerke. Ein paar habe ich davon noch nicht gesehen. Da ist... Moment. Logbuch. Code. Steht im Logbuch irgendwas? Missionen. Priorisierte Operation. Zusätzliche Aufgaben. Nexus kennenlernen. Da brauchen wir jetzt noch zwei Ten und Kandros. Das sind abgeschlossene Missionen, die brauchen wir nicht unbedingt. Helios-Aufgaben haben wir keine momentan. Dann schauen wir doch mal, können wir hier noch irgendwas scannen? Ich will noch irgendwie Punkte haben und Sachen. Ich will eigentlich ganz, ganz viel haben. Gib mir alles, was ihr habt. Beobachtet. Nicht. Ja. Pathfinder, unser Bier muss noch warten. Hier herrscht Chaos. Das Sicherheitsteam ist, sagen wir, unterbesetzt. Das ist nur zu verständlich. Die Nexus ist am Ende ihrer Kräfte. Nicht nur das. Viele Exilanten waren Sicherheitsleute. Sie alle waren für ein Grenzgebiet ausgebildet und bewaffnet. Wir wissen, die Cats sind gefährlich. Und jetzt machen uns auch noch unsere eigenen Leute Sorgen. Keine Ahnung, wohin sie sind, aber sie waren wütend. Schreiben wir sie nicht ab. Sie waren frustriert. Hätten sie einfach nur töten wollen, hätten sie auch hier bis zum Ende kämpfen können. Anscheinend sind wir für alle die große Hoffnung. Nicht die Hyperion, nur wir. Ich stehe hinter ihnen, aber es ist viel verlangt. Bin beruhigt. Wir kriegen das wieder hin. Solange die Nexus hier ist, solange wir hier sind, haben wir einen Job zu erledigen. Doppelte Anstrengung, Krisenmodus. Das kriege ich hin. Wir kriegen das hin. Mhm. Bereit und willens, Pathfinder. Gut, dann habe ich... dich jetzt mit der beunruhigten Turianerin reden. Das Frage ist, wo die beunruhigte Turianerin ist. Das könntest du sein. Nicht richtig. Es ist einfach nicht fair. Was ist los? Für meine Güte, sie sind... Es ist also wahr. Ein Pathfinder hat uns gefunden. Endlich ein Hoffnungsschimmer. Vielleicht könnten Sie mir ja helfen. Sie sind unparteiisch. Und diese ganze Geschichte ist so politisch geworden. Mein Mann, er wurde eingesperrt und soll verbannt werden. Für ein Verbrechen, das er nicht begangen hat. Was für ein Verbrechen? Er muss etwas Schlimmes getan haben. Was für ein Verbrechen? Was genau legt man ihm zur Last? Nun ja, für einen einfachen Diebstahl wird man nicht verbannt. Obwohl, von diesem Haufen vielleicht schon. Sie behaupten, er habe jemanden ermordet. Sie bezeichnen ihn als den ersten Mörder in Andromeda.
Aber das Opfer war sein Freund. Er hätte ihn nie. Es gibt angeblich Zeugen und Beweise, aber das sind alles nur Indizien. Im schlimmsten Fall war es ein Unfall. Sein Name ist Nirken Rancis. Wenn Sie bereit wären, mit ihm zu sprechen, könnte er Ihnen die Einzelheiten erzählen. Würden Sie das tun, bitte? Ja, natürlich. Selbstverständlich. Oh, vielen Dank. Ich bin mir sicher, der Gefängniswärter wird Ihnen einen Besuch gestatten. Bitte, sagen Sie Nirken, dass ich ihn liebe. Ich will aber heute noch mein Schiff haben. Ich hoffe wirklich, dass ich ein Schiff bekomme. Ich weiß noch nicht mal, wo das Gefängnis ist. Ich weiß noch nicht mal, wo irgendwas hier ist. Ich kenne diesen Gesichtsausdruck. Die anderen haben sie vollgequatscht, stimmt's? So ähnlich. Daran gewöhnt man sich. Konzentrieren Sie sich einfach auf Ihren Job als Pathfinder. Gegen Resultate kann man nicht argumentieren. Auch wenn Sie es versuchen werden. Wie auch immer. Willkommen im Hauptquartier der Miliz. Verzeihen Sie das Chaos. Dieses Büro ist für die Arbeit der Miliz, die Sicherheit der Nexus und die Suche nach der Turianischen Arche zuständig. Gibt's was Neues von der Turianischen Arche? Nur vereinzelte Daten. Einige weisen darauf hin, dass die Nathanus zerstört wurde. Andere, dass die Leute noch leben. Wer weiß. Wenn Sie irgendwas brauchen, kommen Sie zu mir. Auch wenn Sie nur Dampf ablassen wollen. Kehrte Geiselnacht hat nur wieder ihre Aufgaben. Ja, das hat er ja alles schon erzählt. Bis bald, Kandros. Die Pflicht ruft. Meine auch, Pathfinder. So, was hast du hier? Einsatzteam-Missionen? Diese Konsole zeigt die aktuellen Missionen der Miliz-Einsatzteams an, Pathfinder. Sprechen Sie bitte mit Tyrion Kandros, um eine Zugangsfreigabe zu erhalten. Okay, dann sprechen wir doch mal mit dir. Vorher schauen wir uns noch kurz das hier an. Epic-Status. Okay. Ja, nichts Wichtiges. Schauen wir doch mal. Kriegen wir einen Status hier? Das ist die Konsole für unsere Einsatzteams. Worum handelt es sich dabei? Angriffs- und Exfiltrationstrupps. Und wenn wir die Besten brauchen, habe ich noch Apex. Kampfexperten, die sich verpflichtet haben, uns zu verteidigen. Da sie den Cluster quasi aus der ersten Reihe erleben, kann ich sie dazu autorisieren, die Teams einzusetzen. Sie vertrauen sie mir an? Ich werde ihre Leute umsichtig einsetzen, Kandros. Das weiß ich zu schätzen, Ryder. Aber glauben Sie mir, Apex kann auf sich selbst aufpassen. Autorisierung erteilt. Viel Glück da draußen. Können wir denn da jetzt machen? Verfügbare Einsatzteams-Missionen ansehen? Einsatzteam, Spion identifizieren. Ah, da ist es ja. Können entsandt werden, um Missionen zu unterstützen. Okay, Apex ist das beste Elite-Einsatzteam. Wählen Sie eine Mission und drücken Sie Leertaste, um sie den wegzuschicken. Ihr Fortschritt, okay. Spielen Sie Apex-Mission im Multiplayer. Ah, mit Freunden über öffentliche Spielbesuche. Belohnungen für Ryder sowie zusätzliche Boni. Das klingt ja schön. Kannst du hier weggehen? Ich würde gerne... Ah, okay, das hier sind die aktuellen Einsatzteams. Okay, wagemutig. Muss also mehr rekrutieren. Das hier sind die Belohnungen, die ich bekommen würde. Merkmal anzeigen, okay. Kann ich jetzt hier wieder raus? Ah, Leertaste drücken. 40 Missionsfunde. Habe ich ja. Kann ich also einen rekrutieren? Team rekrutieren. Welchen nehmen wir denn? Ach, das macht automatisch. Wagemutig und präzise. Heißt das, wir können die jetzt losschicken? Okay, diese Missionen sind derzeit für Sie, für Ihre Einsatzteams verfügbar. Okay, das ist die Schwierigkeit. Und wir sollen es durchlesen. Okay, sollten wir hinbekommen. Apex-Mission, neue Ressourcen finden. Wir sollten schauen, welche am meisten Zeit hat.
und welche wir ganz schnell machen sollten wegen der Ablaufgeschwindigkeit. Chirurgischen Schlag durchführen. Stattdessen machen wir das hier. EPEC in Multiplayer oder Einsatz. Schicken wir ein Einsatzteam. 5% Erfolgschance. 5% Erfolgschance. Benötigte Zeit. Wieso haben wir nur so eine kleine Erfolgschance? Und was passiert, wenn wir die nicht einhalten? 70%. Na, dann schicken wir dich hier los. Du läufst. Ich meine, wir sollten wahrscheinlich erstmal hier neue Leute rekrutieren. Und du 18%. Nein. Ich würde noch gerne irgendeine kleine Mission finden, die du schaffen kannst. Suchen und zerstören. Hatte ich nicht diese Apex-Dinge, die super ausgerüstet sind und alles? Waffenberichte untersuchen. Einsatzteam. Ah, das funktioniert. Mission starten. Dann wirst du hier also gerade gemacht. Das ist doch schön. Ja. Dann schauen wir doch mal weiter. Haben wir jetzt mit allen gesprochen, mit denen wir reden sollten? Verschollene Wissenschaftsschiff finden? Ja, das weiß ich. Codex, nicht Logbuch, war's. Nexus kennenlernen, nur noch mit Ten sprechen. Okay. Frage ist, wo ist Ten? Kandros. Ten? Ten? Bist du da in dieser Richtung irgendwo? Nein, du musstest doch irgendwo sein. Ten, 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 ten. Ten, ten, ten. Hey, mit den anderen habe ich alle schon gesprochen. Das heißt, du musst... Moment, da war doch irgendwas. War das wieder so, springen sie hier drüber und dann können sie hier springen. Dann öffnen wir doch mal die Tür. Das ist der Planet, auf dem wir gelandet sind. Habitat 7. Er war nicht mal annähernd bewohnbar. Das betrifft alle Welten, die wir entdeckt haben. Ryder, wir haben uns gerade über Ihre nächste Expedition unterhalten. Vertrauen Sie mir jetzt etwa? Oder wird ja auch Zeit? Vertrauen Sie mir jetzt etwa? Ich dachte, ich sei als Pathfinder nicht geeignet. Direktor Addison hat Ihre Meinung. Ich habe meine eigene. Und wenn Sie sich uneins sind? Ich leite die gesamte Initiative und habe entschieden, Ihnen die Chance zu geben, sich zu beweisen. Die Geißel hat uns schwer erwischt, was auch immer sie ist. Unsere Wissenschaftler halten sie nicht für ein natürliches Phänomen. Eine künstliche Energiewolke? Bei unserem Aufbruch war sie noch nicht da. Durch sie ist keine goldene Welt mehr bewohnbar. Und dann sind da noch diese Kett. Sie sind besessen von Alien-Bauwerken, die überall im Cluster zu finden sind. Sie würden alles tun, um andere von ihnen fernzuhalten. Mord ist offenbar nichts, was nur in der Milchstraße vorkommt. Die Herausforderung ist nun, trotzdem eine Welt zu besiedeln. Und zwar diese hier. Eos. Wie? Sie müssen die Lebensfähigkeit des Planeten für einen Außenposten verbessern. Dann können wir mehr Kolonisten aus der Stase holen. Okay. Mehr Kolonisten können mehr Ressourcen zur Unterstützung der Nexus sammeln. Alles hängt davon ab. Wir wollen nämlich 6 Welten besiedeln. Okay. Aber ich dachte, alle Planeten wären unbewohnbar. Wie soll ich... Ein guter Pathfinder löst dieses Problem nur zu gern. Nun denn, ich denke, ich sollte ein paar Dinge überprüfen. Aber es kratzt Sie nicht, falls ich scheitere, richtig? Sie suchen sich einfach einen anderen Pathfinder. Es ist Teil meines Jobs, auf andere zu setzen. Bei einigen zahlt es sich aus, bei anderen wiederum... Okay, wo finde ich mein Schiff? Sagen Sie mir, wo mein Schiff ist, damit ich von hier weg kann. Es wird gerade in der Andockbucht bereit gemacht. Die Koordinaten von Eos sind im Computer. Und sobald Sie Zeit haben, sollten wir über die verschollenen Archen sprechen. Daran habe ich auch schon Stimmt was nicht? Ryder, kommen Sie zum Sam-Kern auf der Hyperion. Ihr Implantat braucht Wartung und wir haben Vertrauliches zu besprechen. Nein, alles gut.
Okay, ich muss aber trotzdem noch mit dir sprechen. Mein Beileid zum Verlust Ihres Vaters. Danke. Ich kannte ihn nicht sehr gut, aber ich weiß, dass er eine entscheidende Rolle bei der Planung der Initiative gespielt hat. Ich bin mir sicher, er wäre äußerst beunruhigt darüber, dass noch immer mehrere unserer Archen vermisst werden. Werde sie finden. Sie sind ebenso Teil der Initiative wie die menschliche Arche. Wir werden sie finden. Das müssen wir. Aber tausende Kolonisten werden vermisst. Das wirft kein gutes Licht auf die Initiative. Haben Sie noch weitere Anliegen? Nee, momentan nicht. Das wäre alles. Danke für Ihre Zeit. Nichts zu danken. Sie werden feststellen, dass unser beider Zukunft vom Erfolg des anderen abhängt. Viel Glück. So, dann würde ich sagen, weitermachen wir in der nächsten Folge. Dann vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin. Ciao.